So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, heute ist der letzte Shop der Season 1. Wir gehen noch direkt rein, aber für alle, die mich noch unterstützen wollen, gerne Creator Code eintragen, YT-Family Hack. Gerade jetzt, wenn die neue Season anfängt, würde mich sehr freuen, wenn der ein oder andere es machen würde. Und in dem Sinne würde ich sagen, gehen wir auch direkt rein in den letzten Shop. So, was haben wir drin? Fangen wir ganz oben an. Business geht vor. Weil ich finde die Emotes bisschen langweilig. Wenn man es macht im Game, ja, ganz lustig, aber sind wir ehrlich, wie oft machen wir es? Dann Gruß mit Schlag. Kann man machen, muss man aber nicht. Dann Gruß mit Spagat, das ist für die Profis. So, dann gehen wir die Skins durch. Das Pepper Tone Paket ist wieder mit drin. Einmal mit dem Skin und Backbling. Nicht Paket. Das hier ist der ganz normale Skin. Zwei Stile. Ah, so geht der Skin. Ich sag dazu jetzt mal nichts. So, dann haben wir noch die Pickaxe mit drin. Reagiert auf Audio. Reagiert auf Audio? Okay. Dann haben wir den unsterblichen Spire noch drin. Sieht schon nice aus, der Skin. Ist zwar ein bisschen gruselig, aber immer noch nice. So, dann haben wir des Weiteren Instinkt drin, die Schattenagentin. Und die Schattenagentin ist aus Season 1. Also da fing Fortnite an, Geld zu machen. So, dann haben wir Zusammenreißer-Emote. Dann die Schatzkartenlackierung. Boah, wie haben wir das Emote geliebt? Und abfeiern natürlich auch drin. So, dann haben wir die ganzen OG-Skins an sich wieder mit drin. Einer kostet 800 V-Bucks, den Kleider musste ich mir holen. Ich liebe diese Kleider, aber die Skins, ja, muss man nicht haben, sagen wir mal so. Dann Zeichentrickpaket, Aufstieg der Grünen, blablabla, geht. Leute, die Weltpaket. Tech-Zukunft-Paket, das Minz-Legenden-Paket und wie ihr seht, ein Paket fehlt schon und zwar genau das hier. Ich habe es euch gesagt, holt es euch früh genug. Denkt dran, die Server sind um 8 Uhr down, also wenn ihr das Video gesehen habt oder generell, holt euch jetzt, was ihr aus dem Shop haben wollt, weil es könnte halt sein, dass ein komplett neuer Shop reinkommt. Wir gucken mal gerade auf die Zeit. Na, laut Zeit nicht. Aber wir kennen Fortnite, da erinnert sich ruckzuck was. Und dann haben wir den Salat. Also in dem Sinne, ich werde gleich live gehen. Mal gucken, was uns in der neuen Season erwartet. Und in dem Sinne, haut rein.